An der Region hier fasziniert mich besonders, dass wir diese aktive Küstendynamik haben. Wegen der Natur, der Vogelzug ist schön, das Licht ist schön. Mit den tollen Stränden, mit den tollen Sonnenuntergängen, die tollen Boddenwiesen. Die Atmosphäre, die Luft, es ist immer sauber. Wenn man hier oben lebt, dann lebt man anders mit den Elementen. Man kriegt eine andere Beziehung zur Natur. Man merkt auch, wie fragil das alles ist. Wir haben im Nationalpark das Motto Natur, Natur sein lassen. Und wir können zugucken, was die Natur macht, wenn wir uns nicht einmischen, sondern nur Beobachter sind. Man kann da Holz finden, Bernsteine, Muscheln. Auf die Brille gehen und da schöne Fotos machen. Es ist auch immer ein Platz zum Spielen dort. Die Blätter färben sich natürlich schön. Das Wasser wird kälter, man kann wieder ein bisschen mehr angeln gehen. Auch die ganze Halbinsel Fischland, das Zingst, hat was Besonderes. Ja, es liegt in der Natur der Sache, dass hier die Natur natürlich eine ganz andere Rolle spielt. Schlecht zu beschreiben, wenn man es nicht selbst mal gemacht hat. Hat auch was mit Freiwilliger Wind zu tun. Das Gefühl kann man damit beschreiben, ja.